Muss ich kurz überlegen. Ja, ich glaube, das müssen wir sogar so lassen, weil ja die und so. Die Halfsteps da sind ja sonst ganze Blöcke. Das heißt, man müsste das Dach noch weiter kürzen oder komplett verschieben. Und muss ich ehrlich sagen, hallo, nein, ich lebensmüde. Ich denke mal schon, dass es so klar geht. Kann man machen. Da müsste man sich da nochmal was einfallen lassen. Vielleicht kann man da noch ein paar Akzente setzen oder so. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Hier kommen nochmal ein paar Fäckelchen rein. Da hinten fehlen auch noch welche. Genau hier. Und da. So, gehen wir mal hier rum. Hier sind überall Fackeln gesetzt. Da oben sind eigentlich keine dran. Ne? Sollte man aber auf jeden Fall noch welche ransetzen, damit es halt so wirklich 100% symmetrisch ist. Ah, Hühnchen. Stimmt, das sind die Hühner, die aus den Eiern gespawnt sind. So, ein Ei, 5 Millionen Hühner. Ah. Na. Haha. Na gut. Was soll's? Was wollte ich denn jetzt machen? Hä? Hier. Hier, die Erde sollte dann natürlich noch raus. So, Steine haben wir jetzt gar nicht bei. Können wir eigentlich hier mal gleich noch mal gucken im Lager. In unserer Steinkiste. Stein, 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 Stein. Wir brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. So drei hätten wir gebraucht. Tja, die Frage ist natürlich hier, was ist eigentlich hiermit? Da könnten wir dann eigentlich auch wieder das Holz reinsetzen. So. Das haben wir sogar mit. So. Ja, das sieht doch besser aus. War das nicht sogar das, wo ich noch überlegt habe beim letzten Mal? So. Ja, komm, ist viel besser, Mensch. Kann man sich doch voll geben. Obwohl das schon krass ist. Wobei die Außenwand hier noch ruhig ein bisschen weiter weg sein könnte hiervon, wenn man hier so reinkommt. So. Ich meine, jetzt kommt man hier so rein und denkt so, was ist denn hier los? Den Abstand von 5. Und aber eigentlich sollte man hier so reinkommen, so. Ah, krass. Gut, aber müssen wir mal gucken. Notfalls setzt man die Außenwand halt nochmal weiter nach außen. Das ist ja alles jetzt nicht mehr so problematisch, weil jetzt reißen wir hier dann einfach alles raus. Dann haben wir die Rohstoffe zumindest schon mal zusammen. Und dann... Oh, dann wäre halt so viel einfacher. Gut. Aber gut. Das machen wir dann alles irgendwann mal später. Verdammt. Jetzt habe ich vergessen, hier den Slab da wieder hinzusetzen. Wo ist denn der Schlappe, die Schlapp? Da ist er. So, wieder runter. Und hier ist auch noch Erde, das heißt, da müsste dann hier diese Decke rein. Zumindest theoretisch. Ich weiß noch nicht genau. Ich weiß nur, dass wir jetzt hier mal erstmal bei jedem zweiten eine Fackel hinsetzen, damit wenigstens so ein bisschen beleuchtet ist. Da ist beleuchtet. Aber wir können ja hier noch ein bisschen Fackeln hinsetzen. So ein bisschen Fackel, weißt du? Nein! Na toll. Muss ich da runter mit dieser scheiß Fackel wiederholen.
Die war viel zu hoch gesetzt. So wollte ich das nicht. Da ist sie. Meine Fackel. So, nächster Versuch. Komisch, wieso kann ich denn da hinsetzen? Ah, jetzt geht's. Ist ja alles sehr mysteriös. Gut, wir können auf jeden Fall mal runter in den Keller gehen, ein paar Fackeln machen. So ein, zwei. Und das ist ja immer noch zu niedrig. Ich mache das nicht. Keine Fackeln, keine Kohle. Haben wir jetzt die ganze Kohle verballert? Yeah. Oder ich bin blind. Genau, blind. Auf jeden Fall. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Holz. Holz, Holz, Holz. Welches Holz verballern wir denn jetzt so das hier? Das gute Birkenholz, das brauchen wir nämlich im Moment nicht. Oh, das waren jetzt doch ein paar viele. Die Fackeln wollen wir jetzt auch mal... Ja, ein Stack reicht erstmal. Denke ich. Wir haben hier noch unsere Alleskiste. Nein, die Setzlinge. Ja, komm doch, Setzlinge erstmal da rein. Apfel noch dazu. Sticks nehmen wir hier mal mit. So. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen rumfackeln. Ma, wieder falsche Seite. Und hier muss auch noch irgendwas hin. Gefällt mir alles noch nicht so ganz. Aber es wird noch besser. Es wird noch verschönert. Ausgebessert. Ausgeschönert. Ja. Doch. Es nimmt langsam Form an. Ja, da kommen wir ja nicht ran. Aber da hinten, da kommen wir vielleicht noch ran. So, dann haben wir bloß noch die beiden hier an der Front. An der Front! So. Und so. Dann haben wir das auch. Ja, ich weiß es auch nicht. Verdammte Scheiße, ja. Allerdings habe ich hier jetzt noch eine Idee. Aber dafür brauchen wir auch wieder mehr Holz. Ja, wir brauchen wieder mehr Holz. Um einiges, dann würde ich hier noch eine Reihe hinziehen. Da dann Treppen ran, zack, fertig. Ende aus Mickey Mouse. Aber wir können uns ja mal ein paar... wo waren es? Da. So. So. Dafür brauchen wir dann auch wieder Holz. Glaube ich. Oder? Nee, Zäune will ich jetzt nicht. Oh Gott, da muss ich erstmal überlegen. Weiß ich gar nicht, wie man das dann macht. So, jetzt nehmen wir erstmal die Setzlinge wieder mit. Diese hier. Haben wir noch mehr? Nö. Nö. Haben wir nicht. Haben wir, hier haben wir noch 35 Setzlinge. Oh, hier haben wir noch 40. Und das war's, glaube ich. Ja, doch. Ja, doch, ja, ja, doch. Alles klar. Quatsch, nicht in Never. Da will ich jetzt auf keinen Fall hin. Wir können jetzt hier uns nämlich mal mit... Fackeln brauchen wir jetzt nicht. Setzlinge brauchen wir. Das Holz brauchen wir nicht. Setzlinge brauchen wir. Aha. So. Schön weit auseinander, damit hier nicht wieder so eine Riesenbäume entstehen. Auf jeden Fall, wenn wir hier mal ein bisschen
für Holznachschub sorgen. Völlig random einfach irgendwo hin, zack. Damit wir halt wieder genug Bäume haben. Kohle. Komm, wir nehmen die mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Ist ja eh nicht so viel, wie es aussieht. Geht also voll klar. Vor allem hier die Fichtenbäume, die müssen wir auf jeden Fall hinsetzen. Weil davon haben wir mehr als, nicht mehr als genug. Davon haben wir eindeutig zu wenige. Wow. Hier noch einen hin, hier noch einen hin. Hier noch einen hin, hier noch hin, hier noch hin, hier noch hin, hier noch hin. So und so. Und da noch einen hin. Ja, das war wohl nix. Mein Gott. Wer hat diesen Berg hier eigentlich erfunden? Ich geb's auf. Scheiß Berg. So. Dann erklimmen wir halt einen anderen Berg. Mir auch egal. Notfalls erklimmen wir. Nee, warte, das ist falsch. Ich jetzt sage, wir erklimmen Andrea Berg, aber gut. Das wollen wir auch. Also ich will's nicht. So. Mann, ey, hier ist einiges an Setzlingen noch und dabei wollte ich was ganz anderes machen. Ich dachte, wir nehmen die mal so ein bisschen mit, setzen hier so ein paar wieder hin, damit wir wieder Bäume haben, aber nö. Stattdessen hier erstmal 5 Millionen Bäume hinsetzen, Pflanzen. Und hier in der Mitte gibt es noch gar nichts. Da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Bäume setzen! Die wachsen aber schnell nach, oder waren die? Ne, die waren noch nicht da. Ist ja unglaublich, wie schnell das hier schon wieder geht. So. Na gut, dann können wir uns ja gleich mal um die kümmern. So. Ich glaube, das reicht schon. Dafür brauchen wir gar nicht. So. Wie viel haben wir denn? Ja, fast ein Stack. Leck mir am Arsch doch. Aber wir brauchen mehr Holz. Wenn wir das jetzt hier machen wollen. Davon brauchen wir auf jeden Fall mehr. Ach komm, was soll's. Lass mal so Spaß machen. Wäre eigentlich viel cooler, wenn das hier so ein Kettensäge wäre. Wenn irgendwie so ein Kettensäge, so eine Laubsäge. Auch nicht. Wie heißen die? Naja doch, Laubsäge, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Und dann hier einfach nur die, das Geräusch noch dazu. Mit der Baum hier so weggesäbelt. Weil ich meine, bei der Geschwindigkeit ist es schon awesome. Dann haben wir aber mehr als genug. Guck mal hier. Ich will ja bloß wieder ein paar Akzente setzen in dem Haus. Wie ihr das ja wahrscheinlich aus der ersten Season schon gewohnt seid von mir. Das ändert sich auch nicht, weil ich finde einfach diese Möglichkeit immer noch am coolsten. Das sieht einfach am besten aus. So. Ab nach Hause. Ab in den Keller. Weil wir Kellerkinder sind. So. Alter, ja. 3 Stacks und einmal Gras. Okay. Wir haben einmal Gras mitgenommen. Ist ja cool. Kommen wir uns jetzt hier auch. Ist auch nur auf Erde wahrscheinlich, ne? Ja. Komm, dann gehen wir der Natur etwas zurück. So. Kann man ja auch noch ein paar Blümchen anpflanzen. So.
Aber Blümchen. So, oh Gott, wie war denn das jetzt? Druckplatte. Eichenholzstufe. Sticks. Wie war denn das jetzt so? Stufe. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Nee. Mann. Okay, da muss ich dann erstmal recherchieren, wie das scheiß Crafting-Rezept dafür war. Für die Falltüren. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, wir haben Holztreppen, sehe ich gerade. Jetzt mal Holz. Ja, komm, wir gehen nochmal nach oben. Bevor ich jetzt die Aufnahme hier endgültig beende. Dann können wir hier schon mal. Hier haben wir das Holz schon gesetzt. Nein. So. Ey. Wollt ihr mich heute alle verkackeiern hier? Bringt mich nicht auf die Palme. Lustiger ist auch, da oben muss dann Dings rein. Dings kennt er. Dings ist nämlich hier Erde. Verdammt. So. Das war's mit den Treppen. Wir machen uns jetzt auch keine neuen, das ist Blödsinn. Ach, da haben wir das Holz gesetzt. Wollen wir jetzt da angefangen? Dann brauchen wir das Holz auch gar nicht ersetzen. Können wir auch Erde nehmen. Idiot. Voll schön. Alles wächst und gedeiht. Und wir können das erste Mal in dieser Aufnahme und auch das letzte Mal in dieser Aufnahme jetzt schlafen gehen. Schlafzimmer folgt nämlich auch dann bald in einer der nächsten Aufnahmen. Zumindest steht es auf meinem Merkzettel ganz groß. Also der Merkzettel, der nicht vorhanden ist, weil ich ja spontan baue. Und wir können ja auch eigentlich mal... zwar unnötig, aber dann haben wir hier auch noch mal so eine kleine Druckplatte. So, können wir hier nämlich noch mal ein bisschen Boden reinlegen, rein verlegen. So, ja doch, so muss es bleiben. So soll es sein, so kann es bleiben. Und in der nächsten Folge kann man dann wieder Holz sammeln gehen, weil ich das jetzt hier gerade alles verballert habe. Ich Idiot. Kein Huhn raus geworden diesmal? Na gut. So, okay, ich glaube, das reicht dann auch erstmal für diese Aufnahmesession. Hier können wir ja dann noch ein bisschen Stein rausholen. Hier wird nur das Chicken Wing gemacht. Hey Skipper, ich hasse dich. Das ist ein scheiß Lied. Ja, so, dann kann man mal Stein hier, den ganzen Stein da so reinballern. Das Holz, die Fichtenholzbretter, können wir jetzt auch verballern hier, Mensch. Was los? Hier so. Können wir hier das noch alles so hinmachen. Wenn wir die schon mal da haben. Nein. Mein Gott. Na. So, reicht sogar genau. Und dann können wir hier das nächste Mal, wenn wir Holz haben, dann bauen wir hier so ein bisschen was hin. Hier die Treppen müssen wir auch noch machen. Obwohl ich die Treppe hier, diese, wahrscheinlich schon wieder irgendwann bald komplett abreißen werde, weil die... die ist so mitten im Raum, das geht mir so voll auf die Nüsse. Aber gut, brauchen wir nicht. Ich stelle mich über eine Ecke und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme-Session wieder. Also bleibt dran, bis dann, macht's gut und ciao sehen.